da sind wir wieder, Freunde der Solaren-Selbstversorgung. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wie jemand über einen Wandler ein Wasser, also 12 Volt High-Watt-Geräte, Wasserkocher, Pfanne, Kochen, Herd quasi, Herdplatte. Ich glaube, es war noch nicht mehr Induktion, sonst war einfach nur eine Heizspirale. Betreibt und natürlich geht es nur bei bestem Sonnenschein, der ist heute leider nicht gegeben. Trotzdem schauen wir mal, ob es vielleicht doch geht. Um es der Platte nicht noch schwerer zu machen, wird sie vorher auf jeden Fall gereinigt. Es ist Wasser im 12 Volt Wasserkocher, bitte darauf achten. genau, Sonne ist nicht so schlecht, könnte aber besser sein. Batterie ist keine angeschlossen, ich werde jetzt direkt hier reingehen. Dann schauen wir mal, ob er das packt oder nicht. Hier leuchtet was. Da kann ich es nicht genau sehen. Ach, man muss doch erst einschalten. So. Schauen wir, was passiert. Hier einschalte. Es scheint zu funktionieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir hier für Werte? Auch gut zu sehen da. Ja. 140 Watt. Perfekto. Ohne Batterie, ohne Batterie, direkt. Das ist wirklich das Geniale an diesen Victrons, die leider sauteuer sind, dass sie auch ohne Batterie was können. Also das Modul ist ein 400 Watt Modul, ja, Solar. Schauen wir mal. Also es geht wirklich nur, ich habe es gestern versucht mit Verschattung, da ging gar nichts. Da ging hier das Display aus, weil einfach zu wenig Power aus dem Output kam. Aber heute sieht es wohl gut aus. Also noch merke ich nichts, dass der warm wird oder was. Das dauert wahrscheinlich ordentlich. Das sind halt keine 2000 Watt, das sind nur 140 Watt. Aber ich finde es cool, dass es überhaupt funktioniert. In der Konstellation hier jetzt. So, das Schöne am Victron ist, er läuft auch ohne Batterie. Hier ist natürlich wirklich sehr cool gemacht, das App. Sehr, sehr cool. Es ist keine Batterie angeschlossen, aber er liefert trotzdem die 14 Volt, was perfekt ist für auch einen 12 Volt Wasserkocher, Kfz-Wasserkocher, Lkw-Wasserkocher, gibt es auch als 24 Volt, weil die können auch ein bisschen Überspannung, weil die ja normalerweise von einer Lichtmaschine gespeist werden, die auch nicht immer konstant 12 Volt. Ich warte jetzt mal den Countdown. A few minutes later. 400 Watt könnte das Panel liefern. Also auch Reserve vorhanden. Damit ist quasi erwiesen, dass der große Vorteil der Victrons gegenüber EPVers und andere, der ist, dass sie auch tatsächlich ohne Batterie funktionieren. PV-Input 100 Volt Maximum, also zwei Paneele könnte man ranhängen. 35 Ampere Maximum Input. Ja gut, dieses Panel hat meistens nur 10 Ampere, ne, warte mal, die haben sogar 20 Ampere. Ja, wären wir dann theoretisch mit zwei Paneelen leicht drüber, aber ich glaube, das ist kein Problem. Mit zwei riesen 400 Watt Paneelen bilden sich leichte Bläschen am Boden, leichte Bläschenbildung. Aber da braucht man schon Geduld, also wie gesagt, das ist nur ein 12 Volt Wasserkocher. Heiß wird, das ist wirklich diese 12 Volt Buchse. Ich denke mal, wenn man da eine Direktverkabelung macht, Effizienz gewonnen. Weil ich scheint da keinen verlustfreien Kontakt herstellen zu können. Also wird echt wirklich ordentlich heiß. Man kann es eigentlich fast nochmal anfassen, die Buchse so heiß, also bestimmt 50 Grad.
verbrennen wir es nicht, aber es sind halt unnötige Verluste, gell? A few minutes later. So, ich beende das jetzt nach 30 Minuten und sage, okay, das Wasser kocht. Heißer wird es scheinbar nicht mehr. Optimal Eis ist wieder optimal sonnig hier. Es ergibt alles der Wasserkocher. Aber 30 Minuten dauert es auf jeden Fall, bis das Ding dann wirklich kocht. Und jetzt gehen wir zu 24 Volt.